Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Gear Factory. Ja, wir hatten ja einen Key von den Entwicklern bekommen und wir spielen jetzt einfach mal weiter und gucken mal, was wir heute schaffen, wie weit wir heute kommen. Mein Ziel ist natürlich jetzt das Ziel hier im Spiel, da was da steht, fertig zu kriegen. Aber mit 99 Dollar ist das ein bisschen schwierig. Aber auch das kriegen wir hin. Ich habe ja jede Menge Material bestellt gehabt. Und wir schauen mal. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst gerne ein Abo da. Und einen netten Kommentar. So, jetzt will ich überlegen, vorne, sollen wir noch einen Mitarbeiter einstellen für ein bisschen zum Putzen halt, ne? Hier haben wir schon drei. Ist die Frage, sollen wir noch einen vierten? Ja, komm, wir stellen noch einen vierten ein. Der kann dann hier ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung machen. Wie ist das? So Kleinigkeiten, ne? Da ist auch schon. Ja, Arbeitsplatzreinigung, dann soll er mal reinigen. Dann können wir gleich am Computer nochmal gehen. Warte mal, hier haben wir das. So. Schwupsi-dupsi. So. Legen wir natürlich da drauf. Haben wir das. Natürlich auch noch mit da drauf. So, dann machen wir die Säcke mal hier weg. Gucken wir da auch mal eben raus. Da mal ein bisschen Ordnung da hinkriegen. Kann ja, glaube ich, dann unser Mitarbeiter wegkommen, wenn ich mich nicht täusche. Was ist das denn? Oh, okay. So. Gudi! Oh, mein Kaffee ist schon wieder näher. Oh, ich muss wieder Kaffee suppeln. Nehmen wir uns mal Kaffee wieder, unseren eigenen Kaffee, den wir dann noch bezahlen müssen. Das ist der Wahnsinn hier. Aber egal. So, trinken wir uns schön Kaffee hier. Lecker, lecker, lecker. So, dann wollen wir mal eben den Vertrag abgeben. Ne? Den können wir schon mal bestätigen. So, 29 Ruhpunkte. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Malzkorn, rohe Malzkorn. Achso, beides rohe Malzkorn. Achso, 24 Säcke soll ich damit veredeln. Können wir eigentlich beide machen. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Geld da. Das machen wir auf jeden Fall, beide Verträge. Würde ich mal so sagen. Was ist denn hier? Kann ich jetzt den Mitarbeiter vielleicht von dort sagen? Kann ich den Arbeitsplatz zuweisen? Mal. Kann Kräne bedienen, aber dafür muss man den upgraden, kostet mich 4000. Nein, kann ich dann noch nicht. Okay. Fadi. Aber gut. Das ist schön, wenn der Mitarbeiter jemand die Säcke wegholt. Die Leute wieder was. Und die alle selber macht, ne? Dann lass sie auch andere ein bisschen verlassen. Gudi, also. Ja, warte mal, den kann ich ja eigentlich direkt auf das Auto drauf packen. So, da haben wir schon mal 23 von 27, passt auch schon.
Hervorragend. So. Wenn wir nicht alles selber machen, ne? So. Dann gehen wir die Säcke auch direkt ab. Hier, guck. Toller Geiz. Brauchen Geld. Ah ja, und da müssen wir noch gucken. Wir haben ja in der letzten Folge angefangen, Bier zu brauen. Nee. Gar nicht wahr, in der Folge gar nicht. Sorry, wir haben aber im Stream angefangen. Deswegen. Also, wenn euch das auch interessiert, im Stream, die Leute kriegen manchmal ein bisschen mehr zu sehen, dann kommt gerne mal rein. Wir brauchen eigentlich nur Leerpaletten, ne? Brauchen noch Leerpaletten. Wisst ihr was? Komm, wir müssen noch mal eben was liefern. Wir müssen noch was bestellen. Wir brauchen hier noch mal Leerpaletten. Ich würde mal sagen, ich bestelle mal so 20 Stück. Dann können wir noch mal Gerstenmalz, Rohmalz bestellen, würde ich sagen. Ist billiger als der geschrotete halt, ne? Haben wir auch noch mal eine ganze Menge hier. Kann man nicht irgendwas anzählen? Nö. 30 Säcke. Oh, müsste passen. Oh. Warte mal. Nee, machen wir 48, haben wir 224. Das sollte besser gehen. So. Stellen wir das. Haben wir jetzt zwar wieder kein Geld, aber egal. So, was kostet mich denn dieses Regal hier? Nee. Was soll ich denn machen? Kaufe und platziere auf Palettenplatz in der Brauerei. Achso. Ja, hier. Kostet mich 25. Da hätte ich überhaupt kein Geld mehr. Gut. Den Sorg hat man drin. Sehr gut. Ups. Okay, machen wir gleich. Auch das passiert. Upala. Da war ja was. So. Ja, genau, die waren ja Handbetrieb. So, dann machen wir mal so. Da war ja was, die müsste man ja so entladen noch. Mitarbeiter nicht macht, dann muss ich das ja selber machen. So. Auch mal so, zack, tschüss.
Holen wir direkt mal die Paletten hierher. Die kleinen coolen Palettos. Wups. Ah. Kommt schon die nächste Ware an. Hervorragend. Ja, ich hab's gesehen. Danke. So, wo war mein Stapel? Den Gabelstapel. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, wo die Mitarbeiter einstecken hier. Achso, ich schulde den noch. Okay, müssen wir gleich machen. Ich glaube, die sind ab nach Hause gelaufen, war, weil ich den noch mit dem Geld schulde. Oder? Oh ja, wir gucken mal. Irgendwie kriegen wir den. Müssen wir halt alles alleine machen. Nein, nein, nein. Ja. Gucken, was ist denn hier mit den Mitarbeitern los? Macht der die Palette da drin? So, Mitarbeiter, was ist mit euch? Hallo? Ja, komm, ich zahle euch mal eben. Geht ja dann hoffentlich wieder an der Arbeit, ne? Ja, geht doch. Die ganze ziemlich zügig hier. So, schwupps. Warum wir jetzt den nächsten? Da haben wir noch drei Paletten hier. Okay. Können wir doch alle Rand hier reinschleppen. So. Dann
So, wir brauchen noch 4 Säcke. Von dem Schroteten. Hier hinten müssen wir noch einen Sack schnell hinschmeißen. Ja, dann sagt eine Palette. Damit das nicht wieder gleich in Chaos endet. So. Also. Da haben wir die Contracts erfüllt. Oh. Dann schließen wir die Verträge ab. Bestätigen. Yes. Bestätigen. Jawohl. So. Oh, jetzt kommen wir sogar mehr. Oh, okay. Malzkorn. So, 19 Säcke, 26 Säcke. Die könnten wir eigentlich beide machen, ne? Da hätten wir nochmal 7. Oh, hier haben wir noch mehr. So, wir gucken jetzt erstmal. Die sind ja hier beschäftigt, ne? Ja, die sind beschäftigt. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir gehen mal eben runter. Wuppdiwupp. So. Der ist ja hier beschäftigt. Wie sieht's hier aus? Erledigt, erledigt. Lagern in Arbeit. Okay. So. Platz für Paletten. So, dann kaufen wir mal ein paar Plätze für Palettos. Am besten machen wir das dann hier hin oder machen wir damit hin? Ich würde eher sagen, ist eigentlich egal, ne? Hier neben würde ich machen. Komm. Dahin. Kauf ein neues Gebäude und schalte die Abfüllmaschine frei. Okay. So, erstmal brauchen wir einen Kaffee. Ganz wichtig, Kaffee, ohne Kaffee geht nichts, ne? Kann ich aussehen, so, so einen großen Kaffee, der dann ein bisschen länger hält. So, dum dum dum. So. Also, Bauunternehmung. 2000. Oh. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, du. Okay. Ja, was machen wir denn da jetzt? Können wir nicht einen Mitarbeiter sagen, der soll Gabelstapler fahren? Geht das nicht? Na, dann würde ich jetzt ein bisschen Micromanagement betreiben. Warte mal. Wo bitte mit? Wir wissen, ob ich hier den zuweisen kann hier. Nee, den Hubwagen? Wo ist der? Nee, können wir den hier zuweisen? Nee, auch nicht. Okay, schade. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt wie folgt. Wir bestellen dann jetzt gleich nochmal eine Großbestellung an Malz, würde ich sagen, an Rohmalz.
Und dann machen wir. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wie mache ich das denn für euch? Ich glaube, da machen wir wie folgt. Wir werden. Wir werden jetzt ein paar Säcke um 1 bestellen. Und wenn wir den haben, dann werden wir mal eben ganz schnell ein paar Verträge wegbügeln. Wir haben ja so ein paar, die wir annehmen können. 4 Stück an der Zahl jetzt auf einmal. Überlegen, warte mal, wollen wir das nicht hier umbauen? Also wenn ich das so mache, dass das dann da drauf fällt. Oder so ein bisschen mache. Der nicht los werde, stellen wir das erstmal beiseite. Hauptsache steht nicht im Weg. Ups. So, nehmen wir mal in den Sack hier weg. So, aber nächste Palette voll. So, haben wir jetzt 48 Säcke auf jeden Fall. Oh, 60, 70 Säcke oder was? So. Dann gehen wir jetzt. Also wir bestellen jetzt auf jeden Fall erstmal 1, 48. Können wir die bestellen? Jo, 96. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was mit hin. Gut, das kostet Geld, ja, ist mir bewusst, aber da kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Verträge mit weg. So, jetzt bin ich überlegen, wie ich da bastel. Förderbänder, aber die Förderbänder können wir hier irgendwie nicht richtig einsetzen anscheinend. Boah, die kommen noch. Müssen wir mal gucken. Cool ist es ja. Müssen wir mal raussehen. Vielleicht geht das ja doch, oder soll ich dann einfach nur dusselig bin. Wenn man dem Mitarbeiter sagen kann, der soll jetzt damit die Dinge rausholen lassen. Aber da kriegt man auch noch heraus. Vielleicht geht das ja. Und wir müssen ja den Mitarbeiter auch noch auf, upgraden. Ne? Müssen wir auch noch machen. Dürfen wir auch nicht vergessen.
die legen wir mal eben hier hin. So, die nehmen wir auch weg, die kommt dann auch direkt mal hier hin. Das direkt hier einfach Nebel schmeißen. Die lassen wir mal eben hier stehen. Holen wir mal in die nächste rein. Die können wir hinter reinschieben, das ist ja nicht das Problem. So. Ja, der Hubwagen, der ist ein bisschen wackelig, aber naja. So, dann nehmen wir gleich auf jeden Fall mal eben alle Verträge an, die wir haben. Können wir schon mal abarbeiten. Cool wäre ja einfach, wenn wir jetzt sagen könnten, komm hier, der soll den Hubwagen nehmen, dann soll er den LKW leerziehen und die Paletten hin und her kutschieren, weißt du? Aber ich glaube, das geht, entweder geht es jetzt noch nicht oder es kommt auch irgendwann. Ah ja, kriegen wir alles heraus, das machen wir noch. Aber bis der LKW weg sein, müsste jetzt der nächste eigentlich schon kommen. Das sind glaube ich 4 Paletten. Wo bleibt er? Da kommt er. 4 Paletten hat man ja bestellt. So, dann müssten wir hinterher nur ein bisschen Micromanagement betreiben. So, das wäre glaube ich nicht verkehrt. Wenn wir den Leuten einfach sagen können, hier, mach dann das. Aufräumen und reinigen, das ist auch gut. Dann können wir gleich die Verträge annehmen.
dann nehmen wir jetzt mal auf jeden Fall Verträge an. Die Paletten lassen wir da hinten mal so, wie sie sind. Passt, 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 gut. So. Da haben wir schon mal ein. Sehr gut. Der nächste Vertrag. Und ein Teil sogar schon vom anderen. Das ist dann hervorragend. Der ist auch schon am Aufladen auf der Band für die Mühle. Das ist gut. So, dann wird diese Folge damit aber auch enden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, habt eine schöne Zeit. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in den Kommentaren oder lasst ein Like, ein Abo da, ein Follow da, wie auch immer. Und ja, wenn ihr Tipps habt zu dem Spiel, immer rein damit. Weil wir für jede Info bin ich hocherfreut. Ja, also, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.